Willkommen zurück hier bei Deus Ex in den Katakomben von Paris. Es ist ein wenig düster und ich fühle mich ein wenig unwohl. Ah, hier, Graffiti. Das ist ein Schädel. Ein menschlicher Schädel. Na dann. Was ist das? Keine Ahnung. The reports I am finding indicate a siege on the catacombs. MJ-12 must be trying to drive Silhouette from their hideout. Kein Platz. Na egal. Immerhin habe ich die Granate gesehen und sie ist mir nicht ins Gesicht explodiert. Andererseits gibt es halt hier ne, ganz viele Ecken, ganz viel Zeug und vor allem ganz viele Verstecke, wo sich Gegner aufhalten könnten. Da ist er schon, ein Gegner. Einer weniger, meinte ich natürlich. Hier kommt als gleich der nächste. Kein Platz für abgesägte Schrotflinte. Gut, Kampfmesser, okay, und Sojanahrung. Naja, egal, dann bleibt er halt hier liegen. Ist doch mir egal. Solange da keine von seinen Kumpels kommen, die dann dadurch auf mich aufmerksam werden. Warum schleiche ich hier eigentlich? Ich bin doch hier nicht der Schleicher. Oh, deswegen. Silhouette has barricaded themselves. The leader's name is Chad. Strange. The area looks different than it does on my map. Some new construction. Maybe they've concealed themselves from Majestic 12. Ich hoffe mal, dass da das Sabot die richtige Munition ist für den. Der Gedanke dahinter war einfach, dass der natürlich ein Bot ist. Das hier ist für Zwergesel, da gehe ich jetzt nicht hin. Dass der da ein Bot ist, größtenteils. Unser Bot ja gegen so härtere Metallsachen ganz gut wirken soll. Und ich meine mich auch zu erinnern... Ist das wieder eine Granate? Nein, Wein. Ich meine mich zu erinnern, dass diese Bot-Gegner auch... Was? Achso, das ist meine Unsichtbarkeit, ne? Hier, das ist in der Tat. Jetzt. Dass das nicht hilft, gegen, um mich unsichtbar zu machen für diese Bot-Gegner. Deswegen dachte ich mir, dass der Sabot da die bessere Wahl wäre. We can't let them discover our hideout. Ich hab's gefunden. Make sure they don't follow you. Die beiden folgen mir nicht mehr. Keine Sorge. Who are you? I came to help. Majestic 12 took my mother prisoner. Where? Bunker 3. Chad has a key, but he says he's too dangerous to try to rescue her. I'm on my way to see Chad right now. Maybe I can change his mind. Natürlich. Ich bin doch der Held. Ich helfe deiner, was war's? Mutter, genau. They have backed us into a corner. How did you find us? Tja, siehst du mal. Ah, da ist nichts drin. Schade. Wo war das denn? Ich glaube, das war in Hongkong. Die Katakomben sind für die Öffentlichkeit gesperrt. Wegen krimineller Aktivitäten terroristischer Gruppierungen. Damit ist wahrscheinlich die Silhouette gemeint und nicht MJ-12. Ein ausgedehntes Tunnelnetzwerk. Okay. Ein ausgedehntes Tunnelnetzwerk. Wahrscheinlich. We are surrounded. We don't have much time. Unter fast komplett Paris. Wow, 250 Fertigkeitspunkte. Ach ja, stimmt, ich sollte ja die Silhouette finden. Ja. Guten Tag. I'm JC Denton. You might know my brother Paul. I helped him send your group a warning about the crackdown. Denton.
Yes, the satellite transmission saved us from La Prison de Fresnes, at least. Pretty much a skeleton crew you have here. How long can your people hold off MJ-12? We're not mercenaries. When the troopers moved into the crypts, half of my people retreated without firing a shot. Two of them took a wrong turn and were taken prisoner. Where? In Bunker 3, the tunnels behind the second blast door. Maybe I can help you out, in exchange for a small favor. I need to find Nicolette Duclair. Nicolette? What do you want with Nicolette? I need to contact some friends of her mother's. Oh yes, Beth, a great woman. Nicolette is very secretive about her mother's friends. She tells us that they are wealthy and support our cause, but they have many enemies and need to be protected. I might be able to help you, but I must be certain of your loyalty. You have a right to be cautious. Just point me to Bunker 3. I have the key to the blast door, which is directly across from our hideout, and a map you might find useful. Get my people back and I will put you in touch with Nicolette. Yeah! Die Schutztür gegenüber des Verstecks, werde ich doch mal sehen. Ein Dietrich. Der meint aber nicht diese Schutztür, ne? Nee, war ja klar. Was gibt's denn da drin? Ach, die Kissen kann man auch zerstören. Das ist ja lustig. Das wusste ich nicht. Und ich stelle gerade mal wieder fest, dass das Schwert so ein bisschen leuchtet. Ein Medikit. Wie? Ich kann nicht mehr Medikits tragen. Maximal 15. Aber... Ich habe doch nur 14. Jetzt bräuchte ich natürlich hier einen Dietrich. Bin mir allerdings nicht ganz sicher, ob sich das auch wirklich lohnt. Ein Schlüssel für die Schutztür. Toll, den habe ich doch schon. Ne, ne. Das ist es mir nicht wert. Ne. Sehe ich gar nicht ein. So, die Schutztür ist aber auch nicht hier, ne? Nee, die ist auch nicht hier. Okay. Ich suche mal die Schutztür. Ach so. Das könnte natürlich die hier sein, richtig. So, bevor ich da jetzt aber reingehe, weil dort wahrscheinlich Gegner sind mit Story und so, wollte ich mich hier mal noch vollständig umschauen. Ach ja, das ist dann wahrscheinlich der dunkle Gang von gerade eben. Oder? Ja, ja, ja. Vor allem in der Linkskurve. Ja, ja, der führt da genau hin. Das passt da exakt. Okay. Das heißt, hier gibt es nichts Neues mehr. Genau, da bin ich ja reingekommen. War hier nicht noch irgendwo eine Abzweigung? Ich dachte, da wäre noch irgendwas gewesen. Doch ja, genau, hier. Something creeps me out about Hella. I don't know. She's from High Command. They're all like that. I think she really gets off being down here. Have you seen the little nest she set up in the room with the pillars? The command post? She does seem to be in her element. Curling up in her nest like a harpy. Man, I'll be glad to get out of here. Me too. I don't like tunnels. Always sounds like someone's sneaking up on you. Das sind menschliche Gegner. Ich habe denen gerade mal ein bisschen zugehört. Und bevor ich die jetzt angreife, wollte ich noch die Schrotmunition da rein tun. Verdammt! Wow! Oh, verdammt. Wo kann ich mich löschen? Wo kann ich mich löschen? Verdammte Axt. Hatte da einfach einen Raketenwerfer? Die Sau. Aber wo gibt's denn hier Wasser? Sag mal, was liegt hier rum? Schrot. Ja, Schrot. Das Schrot ist schon, schon richtig. Verdammt. Okay, puh. Ich brenne nicht mehr. Wow, gut, dass ich da gerade schnell geschaltet und die Regeneration angepackt habe. Angemacht habe. Oha, jetzt auch nochmal was, sage mal. Und eine Leiter. Ach, Napalm, ich brauche doch keinen Napalm. Hä? Wie komme ich da jetzt rein? Warum komme ich da nicht rein? Warum komme ich da jetzt nicht rein? Muss ich mich schon vorher ducken, bevor ich an die Leiter gehe? Ja, Tatsache. Mein Licht ist an.
Ach so, das ist wieder der Anfang. Okay. Alles klar. Dann, ach, hier ist das. Okay, alles gut. Dann war hier nur Schrot, genau. Und damit bin ich dann hier auch durch. Mit dem mit dem Gucken, was ich alles verpasst habe oder verpasst hätte, wenn ich jetzt direkt in der Story weitergemacht hätte. Und damit können wir jetzt hier reingehen mit diesem Schlüssel. Und nochmal speichern vorher. Ui. Ich fürchte, hier sind noch mehr Gegner. Looks like a chance to take out a team of MJ-12 troopers, but use your head. We don't want the hostages getting caught in the crossfire. Hat er gesagt, choose your head? Hätte er nicht sagen müssen, use your head? Ich meine, warum sollte ich meinen... TNT. Warum sollte ich meinen Kopf wählen? Er meinte sicher, ich soll ihn benutzen. Ich habe allerdings nicht gelesen, was da geschrieben stand, die Untertitel. Ich höre mir eigentlich immer nur das Englische an. Türstärke 50%! Ja, komm! Na komm! Oh, really? Wie viele Lambs habe ich denn? 9. Und wie viele Raketen habe ich? 10. Naja, so eine Lamb ist eigentlich schon weniger wert als eine Rakete. Andererseits, warte mal. Ich habe doch hier TNT. Warum sollte ich dafür eine Lamb benutzen? Was ich meinte, ist eine Lamb ist weniger wertvoll als eine Rakete. Weil die Rakete kann ich zielgerichtet irgendwo hinschießen. Für die Lamb muss ich mehr oder weniger hin oder halt in den Bogen werfen. Genau, aber mit so einer TNT-Kiste. Hey! 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 Geht doch. Ah, verdammt! Ups! Wow, der hat reingehauen. Holy shit. Und vor allem, wo kam der denn her? Ich gehe jetzt mal rechts rum. Da ist er. Verdammt. Da hat er mich gesehen. So, wie kriege ich den jetzt? Ich nehme mal die starke Waffe. Dammit. Schieß voll daneben. Das muss ich natürlich nachladen. Ah, haben die ihn getötet? Ja, die haben ihn umgelegt. Sehr schön, danke. Das Nette ist ja hier immerhin im Gegensatz zu Gothic, verliere ich dadurch keine Erfahrung, wenn meine Freunde oder wenn andere Leute irgendwelche Gegner umbringen, weil man hier entsprechend nicht fürs Töten Erfahrung bekommt. So, ich werde jetzt gerade mal hier so meine Wunden ein bisschen lecken. Bevor diese Sachen dann nämlich durch die TNT-Kiste kaputt gehen. Die hätte ich allerdings gerne wieder. So, da ist ein frisches Magazin drin. Das da. Na, diesmal hat es geklappt auf Anhieb. Wer sagt's denn? Ich brauche kein Wurfmesser. Davon habe ich, glaube ich, immer noch genug, weil ich das Ding einfach nicht mehr habe. Login für das Katakomben-Sicherheitsnetzwerk. Hela ist das Login und das Passwort Ragnarok. Ragnarok oder Ragnarök. Nee, Ragnarok. That's the one. Okay, wow! Bleibst du stehen? Hey, und warum kann ich nicht mehr schießen? Ah, verdammt! Warum konnte ich gerade nicht schießen mit dem Snipergewehr? Schießt es so langsam, dass da mehrere Sekunden Pause immer dazwischen sind? Das kann natürlich sein. Ich habe es schon lange nicht mehr wirklich großartig benutzt, muss ich sagen. Und warum schleiche ich eigentlich? Ich bin doch nicht Zwergesel. Was haben wir denn hier? Another World War II bunker. No sign of MJ-12. Maybe it's vacant. Ja, vielleicht ist es leer. Dieser Bunker.
Vielleicht aber auch nicht. So, erstmal die Sojanahrung futtern. Und dann ist hier nochmal welche. Nein. Futtern. Und dann, Prost. Was ist das? Ein Feuerlöscher. Moment. Jetzt würde ich doch gerne mal was wissen. Wenn das Spiel schon Feuer hat und Feuerlöscher, dann wüsste ich gerne, ob ich mit dem Feuerlöscher das Feuer löschen kann. Oh, ich bin enttäuscht. Spiel, ich bin enttäuscht. Get out. I was here first. Sorry, just looking around. Aren't you afraid of the commandos? They better not come back here. I am not moving again. Right. You tell them that. At least I get away with something. Want a medkit? I stole 3. Or what about those poison darts? 600 for a medkit, 200 for the darts. They move me out to make room for military supplies. Nein, danke. Medikits habe ich voll auf 15. Maybe later. Und die Armbrust benutze ich nicht wirklich. Zwergesel könnte das allerdings interessant sein. Der benutzt sie ja relativ häufig. Vor allem die Betäubungspfeile. Ich will jetzt gerade andersrum nochmal rausgehen. Aha! Seim. Diese Designer-Droge. Dann haben wir da Zigaretten und eine Ratte. Und ich merke gerade, oder mir ist gerade so richtig bewusst geworden, dass ich ziemlich angeschlagen bin. Ich könnte ihm natürlich die Medikits abkaufen, aber ich habe halt nicht allzu viel Geld. Ich guck mal, ich könnte das zwar steigern, aber eigentlich will ich ja meine Pistole hochleveln. Das war vielleicht nicht allzu klug. Ich weiß nicht, wie oft man das wirklich braucht. Aber egal. Jetzt habe ich es getan. Jetzt behalte ich es auch. Ich brauche noch knapp 1000 Erfahrungspunkte. Habe ich einen Upgrade-Kanister dabei? Nein. Gut, dann heile ich mich einfach mal. Und schaue mich hier weiter um. Sind das eigentlich Türen? Ich finde, das sieht so ein bisschen aus wie eine Tür. Vielleicht sollte ich mal speichern, wenn ich hier so halb blau blind durch die Gegend laufe. Andererseits bin ich jetzt auch schon wieder vollständig geheilt. Was gibt's denn da hinten? Ich sehe nichts. Ich gehe dann mal hier lang. Okay, da geht's noch weiter. John's picking up heat signatures of what look like troops. The MJ-12 bunker must be nearby. What? Oh mein Gott, das ist so verwirrend. Mir fällt gerade ein, ich habe doch Karten. Oder eine Karte. Von der, verdammt. Erst ducken? Nein. Ich habe doch eine Karte von den Katakomben. Aha! Verdammt. Na, das war nicht so klug. Aber irgendwas ist da oben. Wie komme ich jetzt da hoch? So komme ich da hoch. So, Pistolenmunition. Vielen Dank. Ich laufe einmal außen rum, ob es hier noch irgendwas gibt. Die Teile brauche ich nicht. Da geht's gleich weiter. Ah, okay. Nochmal das Sicherheitscode oder Sicherheitssystem. Und ich sehe gerade, man kann hier zum Teil... Na, okay, da geht's auch nicht mehr weiter. Schade. Das wäre ja auch zu schön gewesen. Hier drüber tatsächlich komplett durch die Katakomben durchschleichen zu können. Aber immerhin kann man dadurch da hochkommen und die Informationen finden, ohne die Tempoerhöhung zu haben. Also das heißt, selbst bei so Kleinigkeiten achte das Spiel darauf, dass es mindestens zwei Möglichkeiten gibt, ein Rätsel zu lösen. Das finde ich sehr sympathisch. Also die fehlende Funktionsfähigkeit des Feuerlöschers ist damit schon wieder zur Hälfte abgegolten. Bin ich noch angeschlagen? Nee, ne? Das war so gerade unnötig mit der... Da geht's nicht weiter. War gerade unnötig mit der, wie heißt's?
mit der Soda, die ich da gefunden hatte. Pfeile, Pfeile, Leuchtpfeile. Naja, was soll's. Remember the brief. Na, jetzt zum Beispiel bin ich wieder angeschlagen, ne? Ach komm, was soll's. Das habe ich doch sofort wieder drin, wenn ich mich hier kurz heile. So, was gibt es denn noch hier drüben? Ah, das sieht doch nach etwas Wichtigem aus, wenn da jemand schon Laserschranken anbringt. Geht's hier wirklich hoch? Nee, ne? Geht's vielleicht hinten dran irgendwie weiter? Nein. Aber da geht es hoch. Yikes. Bioenergie. 4 Dietriche. Moment. Nein. 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 Auch nein. Verdammt, wie komme ich da hoch? Vielleicht da hochspringen? Das könnte gehen. Nein. Nein. Ach verdammt, das klappt nicht. Warum komme ich da nicht hoch? Wie komme ich da hoch? Ich müsste mich gleichzeitig ducken und da hoch. Das Problem wird sein, das ist Strom. Das wird mir nicht nur die Bioenergie abziehen, sondern mich komplett töten, nehme ich an. Ah nein, doch nicht. Aber es macht gut Schaden. Jetzt könnte ich tatsächlich... Ja, ich will da hoch. Jetzt müsste gar was in der Kiste drin ist. Wobei, wenn ich es klug mache, komme ich tatsächlich ohne Kisten da hoch. Ach, Blödsinn. Das geht auch so. Jetzt haben wir hier Tech-Feldstecher. Jetzt nicht die TNT-Kiste hauen. Das könnte tödlich enden. Nein, was ich will, ist... Na, da hoch. Und dann komme ich einfach... Oder? Zumindest war das meine Theorie. Genau. Zumindest mit Tempoerhöhung komme ich dann immerhin da hoch. Was gibt's hier? HE-Munition. Ich habe immer noch keine Ahnung, was die eigentlich tut. Wofür die da ist. Ach verdammt, das trifft mich ja immer noch hier oben. Ja, ist ja auch egal. Komme ich eigentlich wieder zurück von da oben? Wenn ich jetzt da jetzt runterspringe, komme ich dann irgendwie wieder zurück? Sieht nämlich... Ach ja, da ist ein Schalter für die Tür. Nein, 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 nicht ihn töten. Nein! Aber er lädt mich trotzdem noch auf. Das ist hier... Tut mir leid, ich wollte dir keinen Schaden machen. Ach, verdammt, das habe ich voll verpennt, dass die Viecher Schaden kriegen, wenn man drauf geht. Na, wie auch immer. Die Folgenzeit ist schon mehr als voll. Beim nächsten Mal gucken wir uns die Karte der Katakomben an und dann geht's zielgerichtet weiter. Allerdings wird die nächste Folge erst dann weitergehen, wenn dieser nette Mod hier wieder etwas Energie für mich hat. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.